Einmal selbst an der Harfe spielen, so wie König David vor vielen Jahrhunderten. Oder blättern in uralten Bibeln. Das ist Konfi-Unterricht mal anders. Heute besuchen die Konfirmanten aus Obersontheim das Bibliorama in Stuttgart. Das einzige Bibelmuseum in ganz Baden-Württemberg. Mit dabei ist auch Konfirmant Julian. Er ist zum ersten Mal hier. Der 14-Jährige dachte beim Begriff Museum erstmal ganz altmodisch. Ich dachte halt, ja, Bibelmuseum, dass man halt echt was auch über die Bibel erfährt und so. Und dass man halt quasi wie in einem Museum durchgeführt wird. Also, aber jetzt gerade zum Beispiel da hinten war das mit der Wippe und so. Also das hätte ich jetzt so eigentlich in der Form echt nicht erwartet, dass man da so selber so, also mich so fast sportliche Aktivitäten machen kann und so. Ob rumhüpfen auf einer Wippe oder einfach anfassen und ausprobieren. Das Bibliorama ist ein Mitmachmuseum. Hier lernen Julian und seine Freunde spielerisch die Personen und Geschichten der Bibel kennen. Und das ist nicht nur was für Jugendliche. Auch Erwachsene finden Gefallen an der Ausstellung. Uwe Haag ist Pfarrer und Leiter der Konfi-Gruppe. Für ihn ist das Bibliorama die perfekte Ergänzung zum Unterricht. Also ich halte so ein Bibelmuseum für was Wichtiges, weil man doch mehr Möglichkeiten hat als in der Gemeinde vor Ort. Man hat andere Möglichkeiten, auch wie gesagt die digitalen Elemente und die Exponate, die man hier hat. So Möglichkeiten hat man zu Hause nicht in der Gemeinde. Und das zu verbinden mit einem Ausflug und so einen Schwerpunkt dann zu setzen, das finde ich ist eine gute Möglichkeit. Das Museum gibt es seit 2013. 3 Millionen Euro hat die evangelische Landeskirche dafür investiert. Auch die Württembergische Bibelgesellschaft unterstützt das Bibliorama, zum Beispiel mit verschiedenen Ausstellungsstücken. Franziska Stocker-Schwarz ist die Leiterin hier. Auch für sie zeichnet sich das Bibliorama durch die Mitmachaktion aus. So wird die Bibel greifbar und lebendig. Das ist ähnlich wie beim Bibellesen, da muss ich mich ja auf diesen Text einlassen. Nun haben viele Leute heutzutage eigentlich Schwierigkeiten mit Texten, zumal mit langen Texten. Insofern ist es hier einfacher, der Bibel zu begegnen, weil ich eben sowohl den Personen als auch den Sachverhalten in der Bibel mittels Rauminstallationen und Mitmachstationen begegnen kann. Begegnen und Spaß haben. Julian und die anderen Konfis probieren alles aus. Hier bauen sie zum Beispiel eine Kirche der Zukunft. Oder versuchen es zumindest. Eine willkommene Abwechslung also zum klassischen Konfi-Unterricht. Im Konfirmandenunterricht ist man im Kreis guckt und hat dann quasi so den Konfirmandenunterricht gemacht. Aber hier kann man wirklich rumlaufen und so und hockt nicht immer am gleichen Platz und so. Alte Bibeln zum Anfassen und ein Martin Luther zum Kennenlernen. Im Bibliorama erleben die Besucher die Zeit von damals neu. Für die Obersontheimer war es auf jeden Fall eine besondere Konfi-Unterrichtsstunde.